Hallo und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ich bin Sieb, du weißt, und irgendwas sollten wir jetzt machen. Wir sollten uns bei den einen Typen melden. Wahrscheinlich bei der anderen Burg sein, nicht bei Pirkstein. Da. Das heißt, wir werden dann Rente laufen. Die Wache hier. Ah, das ist Jaroslav, okay. Gott sei mit dir, Heinrich. Ja, ja. Genau mein Wetter heute. Meins auch. So. Müssen wir in die Netto auch wohnen? Dann gibt es irgendwelche neuen Dialogoptionen, jetzt da ich als Wach eingeteilt wurde. Nö, anscheinend nicht. Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Man sagt, wo sie auch hinkommen, plündern, schänden und metzeln sie. Natürlich macht das jede Armee, aber... Ach so. Das Ding ist, dieselben Dialogoptionen hört man jeweils von Mann und Frau. Deswegen hat man viel zu reden eigentlich. Es gibt halt unterschiedliche. Ja gut, ich habe jetzt keinen Bock, mit jedem zu reden. Bist du nur eine besondere Person? Oh nö, wie hat denn der überlebt? Du hast also überlebt. Richtig beobachtet. Du hast noch Schulden bei mir. Habe ich nicht vergessen. Mir schulde ich gar nichts, sondern deinem Alten. Und der ist tot. Also verpiss dich! Willst du wirklich, dass ich zornig werde? Hältst du das für klug? Tu ich nicht. Na schön. Ich hab Schulden bei dir. Und was soll ich machen? Glaubst du, du kriegst aus mir was raus? Schau dir an, was ich hab. Aber vielleicht... Vielleicht kann ich dir sagen, wo du ein paar Münzen herkriegst. Wenn du dann die Schulden vergisst. Na gut. Spuck's schon aus. Nix da. Nichts Ehrliches. Zuerst musst du schwören, dass du dann nichts mehr von mir willst. Ja, okay. Also schön. Wenn er sowieso nichts hat. Raus damit. Als wir aus Scarlets geflüchtet sind, habe ich was aufgeschnappt. Kein Schimmer, wer es gesagt hat. Ein Wunder, dass ich überhaupt was gehört habe. Jedenfalls hatte einer unter einem Taubenschlag Münzen versteckt. Unter einem Taubenschlag? Das ist alles? Mehr weiß ich nicht. Wie viele Taubenschläge kann es in Scarlets schon geben? Wenn du die Eier hast, zurückzukehren, findest du ihn bestimmt. Okay. Wir werden sehen. Bin auf dem Weg. Ciao. Ich habe Graf Jobst gesehen. Als ich den sah, war mir sofort klar, das ist kein schnöder Baron. Das ganze Gefolge in edlen Gewändern. Ist er noch in der Gegend, was meinst du? Keine Ahnung. Könnte oben in der Burg bei den Blaublütern sein. Ich bete, dass das stimmt. Wäre toll, den nochmal zu sehen. Sowas passiert nur einmal im Leben. Stimmt. Markgraf Jobst. Kannst du's glauben? Hey, Jobst. Gute Nachbarn, mir bleibt keine Wahl, als zu betteln. Aus Scarlets stamme ich und ihr wisst schon. Ja. Na komm. Grüß dich. Wie behagt dir das Leben in Rathai? Es wäre gut, wenn wir nicht in Hütten schlafen und betteln müssten. Und ständig sitzt uns der Vogt im Nacken, der Bankert. Aber was hilft's? Wir können sonst nirgendwo hin. Ja gut. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Was weiß ich? Die Herren gehen sich gegenseitig an die Gurgel und wir müssen's ausbaden, wie immer. Die waren wohl hinter den Silberminen her, was? Na gut. Kann ich einfach treten? Das sieht aus wie ein Laden. Krämer entdeckt. Wieso unrechtmäßig, das steht ein... Das ist für mich ein Anzeichen, dass das ein Laden ist. Niemand. Ciao. Komisch. Rüstschmied. Das sieht aber schon immer schön aus. Oh Gott, jetzt wird's dunkel. Jetzt sehe ich nichts mehr. Habe ich wirklich so lang... Nee, ist nicht dunkel. Jetzt hier unten. Ist halt bloß dunkel. Aber es ist trotzdem, die Sonne geht unter. Holy shit, ich habe so wirklich so viel rumgeplänkelt. Holy shit. Das ist wieder dann. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Das ist relativ komisch, was da los ist mit dem zu kämpfen, obwohl ich ihn gar nicht kenne. Pranger. Oh, nice. Kann ich mich drin stellen? Berans Frau. Wer ist Beran?
Bestimmt gibt es irgendwelche Dialogfetzen von Sachen, von denen ich gar nicht, keine Ahnung habe. Das finde ich ein bisschen blöd. Es sollten neue Dialogoptionen sein, wenn man erstmal die Leute kennenlernt. Guck mal, das mit Milan, dass ich mit dem kämpfen kann, obwohl ich gar nicht weiß, dass der so ein Typ ist. Das hätte man bestimmt in irgendeinem Dorf oder hier in der Stadt erfahren können. Wie behagt dir das Leben in Rotrei? Es wäre gut, wenn wir nicht in Hütten schlafen und betteln müssten. Na, ist klar. Und ständig sitzt uns der Vogt im Nacken. Na, ist klar, ja. Weißt du, was wirklich geschehen ist? Was weiß ich? Ja. Das ist wieder eine Bettler dort, bloß halt weiblich. Interessant. Händlerding. Hab Gott angefleht, dass er mich versteckt. Alle Heiligen müssen dich beschützt haben. Der Herr sei gepriesen. Aber wie schrecklich für die armen Skalitzer. Konnt kein Auge mehr zutun, seit ich das gesehen habe. Wir sind jetzt bei Gott. Das ist schon scheiße. Guck mal, der sieht so fancy. Ach, das glaube ich sogar der. Hanusch. Warum kann ich mit dem nicht reden? Warum kann ich nicht mit dem Bock reden? Na gut, das ist irgendwie logisch zu der Zeit. Ist da nicht irgendwie so ein hergelaufener Sohn eines Schmiedes, die da anquatscht. Wie ist das Leben in Rathai? Das Leben ist gut. Gott hat gefügt, dass der Krieg uns bisher verschont. Abgesehen von... Ja, das kennen wir. Ja. Ciao. Kann ich mit der Händlerin reden? Ist, glaube ich, ins Gebäude gegangen. Habe ich überhaupt einen Schlafplatz? Ich gehe mal jetzt zur Burg. Tut nicht mehr so viel rum. Dorfbewohnerin. Oh, gibt schon einige Leute hier. Warum sehe ich immer diesen Text Milan? Geh weg. So, Bürgerin. Da ist eine Wache. Hat leider kein Wappen auf der Brust. Hat ein Wappen auf dem Schild. Ja. Oh, schönes Wappen. Ich frage mich, ob das historisch akkurat ist. Das sieht aus wie ein Wirtshaus. Wozu? Gibt es hier Wirtshäuser, also wenn man die nicht betreten kann, weil... Ich nicht. Wahrscheinlich ist es schon späte Stunde oder irgendwie sowas. Du hast entdeckt Jäger. Ja, schön. So, ich gehe zum Bergfried. Warte, wer ist das? Schmied, der ist zu müde, um mit dem zu reden anscheinend. Oh Gott, es ist wirklich ziemlich schnell dunkel. Hä? Sind wir kloppt? Ups. Schießstand, Bogenschießen möchte ich auch können. Schleifstein. Warum da keine Wachen davor stehen? Setzen. Den reden kann ich nicht. Der ist irrelevant. Die sind irrelevant. Okay, ich kann mit den Wachen nicht reden. Gott, wird ganz schön finster hier. Muss ich eigentlich hier nicht? Ich hätte vielleicht doch auf der Karte gucken sollen. Warum hat jetzt die Karte einen Ladebildschirm? So, ich bin jetzt in der Burg. Geht dicht auf den Übungsplatz und sprich mit Hauptmann Bernard. Okay, das war's. So, Ritter von Rathai. Was haben wir hier? Besiege Stefan. Besiege Löckchen. Besiege Milan, na super. Questgeber haben wir anscheinend keine mehr. Habe ich schon alle ausgefragt. Okay, was war das? Schaffe Müller Pechig den Ring des Toten. Ja, das dauert noch ein bisschen. Oh, wir haben ja einiges entdeckt. Ich kann leider nicht weiter ranscrollen. Guck mal, wie viel auf einem Fleck ist. Und ich kann nicht weiter ranscrollen. Das ist ja blöd. Das ist das Besiegestern. Ja, das Sternchen. Hinweisgeber Quest. Ah, da gibt's noch Quest. Aber bringt ja nichts, wenn die Läden geschlossen haben. Ja, ich gehe jetzt erstmal hier raus und mache erstmal die Hauptquest weiter. Da hinten gab's noch Quest. So, dazu muss ich wo raus? War das hier? Sieht richtig aus. Ist zwar dunkel, aber ja, was so ist. Und dann irgendwo rechts soll es wahrscheinlich hier oben sein. Kampfplatz entdeckt. Bist du Bernard? So. Dann unterweise mich mal. Beste Grüße. Ich komme wegen der Ausbildung. Hier kann ich dich nicht ausbilden. Komm zu mir, wenn ich beim Übungsplatz bin. Sehr wohl, Herr. Ich wüsste gern... Wir sind beim Übungs... Oh nein, das Spiel. Wie ist Herr Hanusch als Lehnsherr? Kann nicht klagen. Er weiß, wie man für Ordnung sorgt. Ist aber gutmütig dabei.
Okay. Was hältst du von Herrn Ratzig? Wie ich höre, hält er zum König und sitzt deshalb wohl in unserer Burg. Er scheint gerecht zu sein. Und die Leute sagen, er wäre ein guter Burggraf. Wie ist der junge Herr Capon? In ein paar Jahren ist er Burggraf. Herr Hanusch ist sein Vormund, bis er mündig wird. Die meiste Zeit jagt der junge Herr den Weibern nach, aber da wächst er schon noch aus. Er ist kein Narr. Wie lebt es sich in Rathai? Bis zu Sigismunds und eurem Erscheinen war es hier angenehm und friedlich. Was wird aus den Skalitzer Flüchtlingen? Das wüsste ich selber gerne. Ich hoffe, dass sich die Lage bald beruhigt, damit ihr euch verziehen könnt. Pirkstein ist eine schöne Burg. Sie wird noch schöner, wenn ihr euch fortschert und ich meine Kammern wieder beziehen kann. Was für ein Arschloch. Weißt du, wer Sigismunds Männer sind, Hauptmann? Man nennt sie Kumanen oder Kipchaken. Unserem Herrn zufolge flohen sie vor den Mongolen nach Ungarn. Sie sind Viehhirten und ausgezeichnete Reiter und Barbaren, obwohl sie behaupten, Christen zu sein. Ich muss dann in der Aufnahmepause muss ich dann mal nach den Kumanen ein bisschen mehr recherchieren. Das ist relativ interessant. Warte, bis ich am Übungsplatz bin. Was ist denn das hier? Ja, ich kann ja nicht weiter reinzoomen. Och, Mensch. Och, dann werde ich wahrscheinlich mich irgendwo schlafen legen müssen. Das heißt, ich muss wieder ganz runter rennen? Nö. Ich suche mir jetzt das nächste beste Bett. Fickt euch. Na komm, hier gibt's klauen. Nö. Natürlich kann ich hier nichts klauen. Oh, hier sind so viele Items, die man aufheben kann. Aber nein. Setzen. Muss es doch irgendwo ein Bett geben. Oh, neue Stufe reicht Vitalität. Und wie habe ich das gemacht? Q-Info. Agilität. Ne, Vitalität. Vitalität fest, wie belastbar dein Charakter ist. Je höher deine Vitalität ist, desto mehr Ausdauer hat er und desto schneller regeneriert er sich. Regeneriert diese sich. Zudem wird er nicht so schnell müde und kann länger rennen. Rennen, das Überspringen von Hindernissen und Kämpfe erhöhen die Vitalität. Du erhältst Vitalität. Ah, okay, okay. Also habe ich wahrscheinlich durch minimal Stufe 3. Ja, okay, ich kann nichts weiter ausrüsten. Redekunst kann ich auch nicht weiter ausrüsten, weil es wahrscheinlich minimal Stufe 4 und sowas ist. Ja. Wo habe ich noch? Hauptstufe. Erste Hilfe. Oh, kann ich lernen. Asket. Kommst 30% länger ohne Essen aus. Okay, das Lebenstat. Duft des Mannes, Nachtschwärmer. Deine Agil. Ja, es bringt halt nichts, Nachtschwärmer zu sein, außer wenn ich auf Schleichen und Stehen gehe. Aber das Prinzip dann ist mir gerade noch ein bisschen zu aggressiv und aufdringlich, anstatt dass ich das machen möchte. Nach deiner aus Kerker sind deine Werte 20% weniger stark verringert. Wow. Gehen die davon aus, dass ich häufig in Kerker landen kann. Eigentlich müsste ich davon ausgehen, so wie ich hier spiele. Aber nun ja. Wer ist da? Darf man hier nicht... Was ist das? Sag mal. Hey. Was gibt's? Glück und Gesundheit. Kann ich mal mit denen reden? Der beschwert sich einfach nur. Ich würde gerne einen Platz zum Schlafen suchen. Hört mal auf, euch zu beschweren. Ich sehe nämlich einen Scheiß. Habe ich eine Fackel? Schnauze. Ich will zurück zur Feste. Und dann mir zum Schlafen aussuchen. Abend der Herr. Ich will ihn hier irgendwo dazulegen. Das Hühnerstall. Okay. Oh, ich bin im privaten Bereich. Entschuldige! Aber du brauchst trotzdem nicht die Tür vor der Nase zuschlagen. Schlossknacken sehr schwer. Schlossknacken schwer. Schlossknacken sehr schwer. What the fuck?
Warum verschließen die alle ihre Türen? Ja gut, weil jetzt, ich kann ja verstehen, wenn jetzt, weil jetzt die Skalitzer da sind. Was soll ich bei den anderen Burgen? Oh nice, hey, das ist ein Bett. Was wird das hier? Was, ich darf hier nicht sein? Ist das dein oh, Ernst? Hab ich zu spät gesehen. Sorry, warte, ich darf hier sein. Aber nicht weiter hinter. Ernsthaft? Warte, wie gut. Hier darf ich nicht sein. Wow. Danke. Darf ich hier wenigstens sein? Nope, sorry. Schon wieder weg. Ich will nur noch schlafen. Hier darf ich sein? Okay. Ich will nichts stehlen. Zumindest noch nicht. Anscheinend kann ich stehlen, finde ich gut. Aber ich suche bloß einen Platz zum Schlafen. Truhe ist noch leicht verschlossen. Klumpsklo wieder. Ein Bett gibt's hier aber nie, oder was? Welche Zentren für. Was kann ich eigentlich klauen? Wahrscheinlich eine Pokale, oder? Irgendwas kann ich gerade stehlen. Ah, hier kann ich was stehlen. Ah, in der Schrank, ich gucke mal bloß. Glaskirche, Alter. Preis 10, Preis 53, Preis 250, ach du Scheiße. Holy shit. Okay, wenn ich die Möglichkeit habe, hier von der Stadt zu verschwinden, nehme ich das Zeug natürlich mit. Leicht. Ich will weg. So, gut, dass man sich durch... Warum? Warum? Gut, dass man sich durch durchglitzen kann. Danke. Verschwinden dann einfach kurz. Im Nichts. Schloss knacken sehr schwer. Wo schlafen denn die Wachen? Was zum Teufel? Mach ich hier so fett. Ich weiß, dass die Fackel nicht mehr lange hält. Blöd. Oh. Soll ich gar nicht sein? Was sind drei Teufelsnamen? Glaubst du, was du da machst? Sorry. Ich wusste nicht, dass das privat ist. Ich will jetzt nicht bis runterlaufen müssen. Als Shoppy bin ich falsch. Och, Menno. Gibt es keinen Ort, wo ich mal kurz nach knacken kann? Kann ich mich nicht einfach da ins Heu legen oder so? Ich klaue einfach die Betten von den Skalitzern. Guck mal, da leben auch noch Flüchtlinge hier unten. Kann ich mich nicht zu denen legen irgendwo? Es ist nervig, dass man am Tag nichts machen kann. In der Nacht nichts machen kann. Beginn, was bringt mir das? Ich kann das nicht. Ohne Schmiede ist hier, das ist gut zu wissen. Ich suche doch bloß einen Platz zum Schlafen. Den Hund habe ich nicht geweckt. Ausnahmsweise mal. Den vielleicht. Sorry, bin schon weg. Gotteshaus, hier muss es doch einen Platz zum Schlaf geben, oder? Das ist ein kleines Gotteshaus, das ist ja lächerlich. Guck, wo schläft der Pfarrer? Ja, sie sind alle verschlossen, die ganzen Türen. Och, Menno. Warum junge Dame, warum läufst du hier noch rum? Geh mal ins Bett. Ich glaube, es hackt. Hier werde ich wahrscheinlich nirgendwo schlafen können. Ich muss, glaube ich, wirklich zu den Flüchtlingszelten gehen. Händlertaverne. Schankmaid. Abend.
ja noch was zu sagen. Wie kommen die Rataya mit den Flüchtlingen aus? Ich weiß, sie können nirgendwo hin. Skalitz ist nur noch Asche und das Umland ist nicht sicher. Aber sie sind schon zu lange hier. Manche von ihnen stehlen und nicht einer weiß die Opfer zu schätzen, die wir für sie erbracht haben. Hast du irgendetwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Komm mir nicht mit dem Geschmeiß daher. Ein Waffenknecht in der Schenke sagte, dass die Barbaren Menschen fehlen und Weiber schänden. Nichts ist denen heilig. Dreckiges Heidenpack. Was ist Herr Hanusch für ein Burggraf? Der junge Herr ein Hans Vetter. Ist der Burggraf. Und Herr Hanusch sein Vormund, bis er mündig ist. Das ist kein Tag, auf den ich mich freue. Warum? Sag doch mal, was mit Hans nicht stimmt. Das hat nie jemand ausgesprochen. Bloß weil er halt Weiber fickt, aber es wäre das nie gemacht, wenn als er noch jung war. Bei den Adligen. Weil da will man sich ja noch austoben. Kann ich hier schlafen? Nein, das ist nicht ein privater Bereich. Oh, ich würde jetzt gerne speichern und einfach mich da ins Bett legen und scheiß drauf. Herr Wirt, wie wird das Wetter? Gelobt sei Jesus Christus. Naja. Oh. Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Ja, da könnte es was für dich geben. Berthold, unser Wildhüter, hat kürzlich bei irgendwas Hilfe gebraucht. Frag ihn, ob er immer noch eine helfende Hand gebrauchen kann. Okay. Weißt du, ob hier jemand meine Hilfe gebrauchen könnte? Was? Weiß nicht. Warum ist das weiß? Okay, ich sag dazu nichts. Berthold. Ressel kann ich nicht reden. Handeln. Kann ich setzen. Ich schau hier rein. Oh. Warte, jetzt bin ich im privaten Bereich. Ich betrete auch, war ich noch nicht im privaten Bereich. What the fuck? Jetzt kommt die Nachricht. Ah, danke. Nö, dafür klaue ich jetzt was. Scheiß drauf. Geht's auch noch runter? Nicht mehr was zu klappen. Schwer. Ich glaube, es hat nö. Ciao. Ich werde hier vor Müdigkeit sterben, ich sehe es schon. Ciao ist gut, geht's hier raus. Ja, verdammt. Falsche Richtung. Sorry. Jetzt geht der erst los. Das ist sein Job. Mann, dieser Schneider, nicht Milan. Geh zum Übungsplatz. Wir treffen uns beim Übungsplatz. Ah, fuck off. Ich fahre beim Übungsplatz. Du bist da oben. Muss es doch einen Ort geben, wo ich mich einfach nur hinflatzen kann. Oder? Irgendwas, wo ich einfach nur mal eine Nacht verbringen kann. Es kann auch ein Heuhaufen sein, das ist mir egal. Ich will einfach nur schlafen. Bis es wieder Tag wird. Oh, Leute. Ich glaube, da jetzt so ein Flüchtling aus seinem Heubett. Warte, Ladenwache? Was ist das? Toll. Wegen seinem Beruf und sowas kann ich nie reden. Kann ich auch einfach nur Einwohner heißen. Die schlafen in den Betten. Die Schlafmale gibt es noch irgendeinen Flüchtling, der noch nicht schläft, wo ich mich hinknacken könnte in seinem Bett. Schlafen alle. Du hältst brav Wache, beschützt deine Leute, so muss das. Schlafen alle. Oh, verdammt. Heinrich, schön, dass du da bist. Ja, ja, kein Problem. Ich leg mich mal in dein Bett, wenn du nichts dagegen hast. Bis morgen.
Komfort 60, Sattheit geht runter, aber Energie, komm, wir machen jetzt hier so. Wir gehen in 6 Stunden Schlaf, easy. Ah, und jetzt zurücklehnen und warten. Oh, schön. Energie steigt. Sattheit sinkt natürlich, aber ich kann ja auch wieder aus irgendeinem Topf klauen. Also kein Problem, weil es am besten aus den Flüchtlingen. Bin ja eigentlich auch ein Flüchtling. Noch eine Stunde. Das ist schön bequem. 60% Komfort immerhin. Zack. Spiel gespeichert. Habe ich einfach im Bett von zum Flüchtling gelegt. Ja, kein Problem. So, die Frage kann ich jetzt auch aus der Hand nehmen. Ach ja. Beran. Wenn das noch mal so ist, ist irgendein unwichtiger Typ. Habe ich mich in dein Bett gelegt? Sorry. Ärger mit der Gattin? Was? Ärger zu Hause? Wo weiß ich das? Du hast uns gehört, wie? Sie ist ein gutes Weib. Normalerweise sie ist nicht, aber ein gutes Weib. Stellt uns zurzeit auf eine harte Probe. Kann ich euch irgendwie helfen? Auf mich ist Verlass. Verzeih, Heinrich, aber meine Frau bringt mich um, wenn ich jedem davon erzähle. Ist schon okay. Ist das dein Ernst? Es ist ein gutes Weib. Ja, wir sind in einem Mittelalter-RPG. Schönen Dank auch. Dass es mir nochmal direkt vor die Nase knallen müsst. Der Topf ist schon leer gefressen, dann muss ich den nächsten Topf suchen. Hallo, Heinrich. Moin. Ich fress mal so einen Topf, wenn ihr nichts dagegen habt. Nice. Adam, ja, was geht? Gott sei mit dir. Oh, du willst mit mir reden. Warte, ich schreibe mir noch die Namen auf. Zu gut. Erstmal meinen eigenen Leuten das Zeug klauen. Ja, schön. Ja. Bartek. Habe ich mir aufgeschrieben, oder? Ja, Bartek habe ich mir aufgeschrieben. Der Pickel! Moin, Pickel, was geht? Lass mich in Ruhe. Der Pickel schläft. Nice. Tonda. Dann habe ich mir auch aufgeschrieben, der hat nichts zu sagen. Der Felsen! Nice! Und Stefan. Geh weg. Lass mich schlafen. Wie kann man seinen Sohn Pickel oder Felsen nennen? Na gut, Peter heißt Felsen, aber. So, und Stefan, komm, aus Prinzip werden alle Namen aufgeschrieben. Pickel. So, jetzt ab zum. Du hast entdeckt Händler-Taverne. Ja, das ist schon ein bisschen her, danke. Der Bettler und der Landstreicher. Und der Bürger. Und Bettlerin Jana. Moin, Jana. Nein. Lass mich schlafen. Ja, okay. Alter, das faule Pack hier. Kein Wunder, dass die Radaya so abwerten gegen diesen Kopf, wie lange die schlafen. Hallo, Adam. Das war gerade eine. Was habe ich gerade gesagt? Das war gerade eine Mischung aus Adam und Adam. Ich bin schon komisch. So, hier gab es doch noch bestimmt irgendwo einen Quest. Questgeber. Zack. Hier muss der irgendwo sein. Nein, nicht hier. Noch weiter. Ah, hier. Nee, warte. Da oben irgendwo. Ja. Dem Haus da? Da liegt mein Questgeber. Steh mal auf, du faule Sau. Kann ich nicht einen Stein werfen oder so? Oder ist ein Topf klauen einfach?
Gut, aber da weiß ich schon mal, hier gibt es nochmal einen Topf zu leeren. So, und jetzt ab zur Burg und dann hinter der Burg raus und dann mal schauen. Ach ja. So, heute haben wir Freitag, wo ich das aufnehme. Heute kommen zwei Folgen auf jeden Fall. Ich hatte gestern noch aufgenommen, allerdings habe ich es nicht mehr geschafft, gestern die noch hochzuladen. Deswegen kam gestern Donnerstag keine Folge. So beschrecklich rede, wo kommen heute zwei. Das, was ich jetzt aufnehme, ist für Samstag und Sonntag. Ich wollte eigentlich auch noch Wavenshield aufnehmen. Ich habe die Mission gemacht. Ich habe unzählige Versuche gebraucht, weil das wirklich eine der schwierigsten Missionen in der Kampagne ist. Und boah, ich war kurz vorm Verzweifeln und dann stürzt das Spiel, aber dann habe ich wirklich gar keine Lust mehr. So, ist denn der VP jetzt wenigstens schon da? Nein, natürlich nicht. Was kann denn der überhaupt? Wie ist denn der nochmal? Mal nachschauen. Bernard. Ah, so ein französischer Name. Kein Wunder, dass da nichts auf die Reihe bekommt. So. Ohne rassistisch zu wirken jetzt. Kann ich hier noch irgendwo Blümchen pflücken? Hier, guck mal, das ist doch Salbei hier. Nehme ich mit. Zack. Easy. Gucke ich mal, sind die da schon munter? Ist wahrscheinlich zu früh, es ist 6 Uhr morgens. Ich kann schon verstehen, warum noch einige schlafen. Aber ich wollte halt wieder was sehen. Ach, hier gab es auch noch ein Quest. Wo ist der Quest hin? Hat sich nach da unten verdünnisiert? Sieht so aus. Ist einfach nur weg. Naja, wer weiß. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwas lernen kann. Oder so. Also, wer ist denn das? Bürger. Pff. Und ein Hund. Distel, ja, auch schon die Distel. Halt, warte, da war es selber. Ich mit. Ich sammle nur die Blümchen hier, wenn ich es dagegen hast. Neue Stufe erreicht Kräuter. Ich nehme jetzt einfach jedes Blümchen. Darf ich die Blümchen pflücken? Ist das verboten? Das hat mir nie jemand gesagt. Das ist gerade ein Bug, dass die ganze Zeit du hast entdeckt Händler-Taverne angezeigt wird, oder? Was ist? Was guckt ihr mich so an? Darf ich hier nicht sein? Ich mach doch nichts Falsches, oder? Leeres Bad. Oh, eine Truhe. Nö, alles okay. Bin schon weg, ciao. So. Wir werden die Arbeit. Oh, der hat nichts in seiner Truhe. Was zur Hölle war das? Moin. Hast du ja auch keine Schaufel? Minze. Minze. Jedes Kräuterli wird eingesammelt. Ich sammle doch nur Kräuter. Du brauchst die sowieso nicht. Mensch. Sind die aus, als wäre das ein Kräutergarten hier? Alter, geht mir auf den Sack. Neue Stufe Kräuterkunde. Nice. Deswegen nehme ich alles mit plus zum Skillen. Ich will alles skillen. Alles. Hier sehe ich doch von weitem, dass es eine Münze ist. Zack. Und von links noch ein Löwenzahn. Ich hab's genau gesehen. Das ist eine Löwenzahnwiese. Ach du Scheiße. Wir werden jetzt erstmal eine Stunde Kräuter sammeln. Ich hätte mir vielleicht ein Thema zum Quatschen zurechtlegen sollen für sowas. Löwenzahn, Minze, alles mitnehmen. Ich will noch eine Stufe Kräuterkunde aufsteigen. Ja. Brennnessel, nice. Das ist noch mehr. Ich seh's. Ups. Was glaubst du, was du da tust? Brennnessel sammeln. Ich stelle mich mit dem Brennnesselbusch. Oh, wenn das noch negative Effekt hätte, das wäre so nice. Also, nicht unbedingt. Also, es wäre gameplay-technisch nice, aber es wäre gerade jetzt im Moment ein bisschen scheiße, glaube ich. Steh auf, das wirkt heimlich. Das wirkt verdächtig. Alter, was will denn der? Der geht mir so auf die Nerven. Aber ich hau den jetzt nicht zusammen, weil ich da wahrscheinlich neu laden müsste. Und ich habe jetzt viel zu viele Kräuter gesammelt, um jetzt nochmal neu zu laden. Was soll das werden? Ja! Neue Stufe, ich mache jetzt noch seinen Garten hier sauber. Guck mal, ich sammle Unkraut für dich. Ich würde mal Danke sagen. Oh, das ist Klee. Kann ich den mitnehmen? Klee kann ich natürlich nicht mitnehmen.
Man sieht schon, dass ich jetzt deutscher Boden. Mensch, dann rede ich halt mit dir. Hast du irgendwas zu sagen noch? Beste Grüße. Das sehe ich aber nicht so. Ja, der hat nichts zu sagen. Tschüss. Hauptsache mir auf den Sack gehen oder was? Bloß weil ich aus dem Grundstück rumlaufe. Pff. Wer ist da? Hä? Ich bin's immer noch, du Vogel, ja, ey. Sei bei. Minze. Ich sammle doch nur Kräuter. Wo ist denn da, in welcher Welt ist es verboten, Kräuter zu sammeln? Vielleicht auf irgendwelchen naturgeschützten Wiesen vielleicht, aber ich glaube, im Mittelalter gab es noch keine naturgeschützten Wiesen. Wer sie selber nicht sammelt, ist ja selbst schuld. Ich sammle doch nur Kräuter, die ich dann später zum Alchemist Chemie machen, brauchen kann oder verkaufen kann oder sowas. Kleinvieh macht auch Mist. Hm? Und ich hab nichts. Ich bin Skarlitzer. Lass mich. Ich darf das. Was ist los mit dir? Oh, Kollege. Du nervst. Ich will doch irgendwo noch aus der Kameraperspektive Prinzessin gesehen. Ist dabei. Ich frage mich, ob das nachspawnt. Wo ist man hier? Mondblume. Alter, du hast ja wirklich alles hier in deinem Grundstück und lässt es einfach hier verrotten, oder was? Ringelblume! Ich glaube, es hackt. Ich frage mich, was es noch so alles für Kräuter gibt. Ah, Ringelblume ist schon nice. Oh, die Glockenblume hat Glockenblume in seinem Garten. Du hast alles. Ich will hier leben. Alter, ich bin so eine Kräuter-Omi. Noch etwas? So ist mir der Alte mir auf die Nerven geht. Hm? Löwenzahn, zack, nehme ich mit. So, da haben wir noch Löwenzahn, zack. Noch eine Stufe erreicht. So, hat er hier noch irgendwas? Anbellen und ankrummeln bringt euch überhaupt nichts. Ich sammle jetzt die ganzen Kräuter von eurem Grundstück weg. Könnt ihr machen, was ihr wollt? Ihr habt es drauf angelegt. Ihr habt mir nicht gesagt, dass ich das nicht darf, deswegen tue ich es einfach. Trotzdem, also. Oh. Noch etwas? Ich bin doch gleich durch. Keine Angst. So. Ja, okay, das war's. Ciao, danke. Jetzt ist vielleicht der Kunde. Ja, siehste, da haben wir die Zeit totgeschlagen. Jetzt ist der Kunde an seinem Platz. So muss das. Mm-hmm.